52 passt. Ja, ich will kein Bambus hier, ne? So. Also Zuckerrohr, ne? Tut mir ja leid, dass ich alles abgerissen habe. So. Na, ich tut's mir nicht leid, also ist mir ziemlich egal, was ich alles abreiße. Aber ja, ne? Man will ja den guten Anschein wahren. So. Das ist ja auch immer wieder das Lustige so, ne? Ich meine, ich könnte euch hier sonst sowas erzählen über mich. Und in Wahrheit könnte ich ganz anders sein, aber ihr kennt mich ja nicht anders, weil ich mich halt jetzt hier so darstelle, wie ich so in den meisten Fällen mich so darstellen will. Ich meine, manchmal kann man... Okay, das ist jetzt sowieso... Nee. Ich meine, ich zeige nicht unbedingt alle Nuancen meiner Persönlichkeit hier quasi. Und in dem Sinne stelle ich mich halt so dar, wie ich mich selber darstellen will. Aber manchmal dringt halt meine Persönlichkeit durch, würde ich sagen. Aber es wäre irgendwie doof, weil ich ja trotzdem ich selbst bin. Nur wahrscheinlich nicht 100% ich selbst. Eben nur ein Teil von mir ist jetzt hier in den Videos zu sehen. Aber das ist halt immer das Lustige. Ich könnte euch hier vorflunkern wie sonst was. Und es ist, könnte eigentlich nur jemand nachweisen, der mich wirklich persönlich kennt. Und das dann auch schon länger, weil so nur so eine flüchtige Bekanntschaft und so mal auf einer Party getroffen oder sowas von mir aus, das kann man da ja dann auch nicht ganz dazu zählen. Ich meine, man muss dann nicht mal unbedingt mit mir befreundet sein, quasi, aber man sollte mich echt dann schon lange kennen, um dann halt, oder genau kennen halt, um beurteilen zu können, wie ich denn, ob ich denn so bin, wie ich in meinen Videos bin oder nicht. Ne? Denkt mal drüber nach. Aber das ist ja, denke ich mal, bei allen YouTubern so. Ich meine, natürlich, je nachdem, wie breit auch das Spektrum der Videos ist, die machen, ist das auch nochmal ein bisschen anders, aber allein schon, wenn wir jetzt mal irgendwie einen YouTuber, der alles Mögliche macht, von Let's Play zu irgendwelchen Real-Life-Videos, zu irgendwelchen Kurzfilmen und sonst sowas und keine Ahnung, ne, der hat dann ja schon, der, quasi weiß man dann schon ein bisschen mehr über den, beziehungsweise hat er ja doch schon mehr von sich gezeigt. Deshalb ist das doof, dass es leckt. Aber ja. Ne? Das wollte ich nur mal kurz sagen. So, packen wir mal alles Rinder. In die Rinder. Ahaha. Nee, das nicht. Aber ich brauche Steinchen, fällt mir gerade auf. Oder ich gehe mal kurz zum Dorf zurück. In der Schmiede gab es ja ein Öfchen. Ein Öfelchen. Viel fressen werde ich mir dann nicht braten können, weil ich nur ein bisschen Holz mit habe, aber das ist mir jetzt erstmal egal. Wenn ich baue ich hier noch ein bisschen schnell was ab und verbrenne das dann. Ich kann mir hier natürlich auch ein paar Brote machen. Oh, dafür bin ich gerade zu faul. Wenn ich gerade schon das Kuhfleisch habe. Kuhfleisch, nicht Kuhfladen. Dann, ne? Ich könnte mir natürlich auch einfach, ich glaube, das mache ich einfach mal. Warte. Ich bin jetzt voll krass hier so. Wahaha, so, danke. Sehr schön. So. Jetzt berät das da fröhlich vor sich hinkommen. Dann machen wir hier oben mal. Nein, das bauen wir nach unten. Nein. So. Ich weiß zwar nicht, ob das ausreichen wird, aber das ist mir jetzt pup egal. Ach, das hole ich später ab. Ich dachte gerade, das wäre nur noch ein Block drin. Ich habe das irgendwie gerade verguckt gehabt, aber egal. Gehe noch ein bisschen Lehm sammeln, dann komme ich zwischendurch mal wieder her und dann ist auch mal bestimmt wieder Nacht. Irgendwann wird schon wieder Nacht werden. Ne? So, Lehm sammeln. Da ist keiner drin. Aber hier. Hier ist Lehm. Nicht Lembas Brot, sondern Lehm. Lembas Brot ist das Brot der Elben. Hab ich gut aufgepasst. Voll krass und so. Hier die Erde will ich jetzt nicht so unbedingt haben. Ach komm. Da ich ja Affinität habe, geht's unter Wasser ja zum Glück doch recht fix.
recht füchs. In 1.8 gibt es ja noch die Verzauberung für die Stiefel, dass man unter Wasser schneller schwimmen kann und sowas alles. Was ich glaube, es war für die Stiefel, ne? Weil es dann ja auch die Unterwassertempel gibt. Ich habe jetzt halt letztes Mal, hatte ich ja mal nach Updates mal wieder geguckt, aber irgendwie gibt es noch nicht alles, was ich brauche. Weshalb ich noch nicht update. So einfach ist die Geschichte. Aber irgendwann werde auch ich in der 1.8 angekommen sein, wahrscheinlich wenn dann gerade die 1.9 draußen ist. Meine Güte. War ja hier mit der 1.7 genauso, dass ich auch erst geupdatet habe, kurz bevor die 1.8 rauskam, glaube ich. So, na, kurz ist vielleicht übertrieben, aber so in etwa war das doch. So in etwa, nicht wahr? So. Mehr Leben. Alles meins, noch durch vier teilbar, sehr gut. Muss man immer nachgucken, ne? Sonst hast du zum Schluss irgendwie Lehm übrig. Na gut, ich meine, daraus könntest du dann Blumenpötte machen und so, aber. Oh, davon muss ich auch noch ganz, ganz viele bauen. Ganz, 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 ganz viele. Aber das ist ja dann erstmal nur Deko. Deshalb hat das noch ein bisschen Zeit. Ist natürlich auch irgendwie komisch, weil den Lehm benutze ich ja auch nur zur Verzierung. Also ist der auch quasi Deko. Also, die Ziegelsteine meine ich jetzt. Die Lecks finde ich jetzt nicht so geil, aber ich baue trotzdem erstmal fröhlich weiter alles ab. Vielleicht ploppt dann gleich hier alles auf und liegt rum. Oder das passiert. Das geht natürlich auch. Das geht natürlich auch. So. Aber wenn ich die drei Rucksäcke voll machen würde, dann hätte ich auf jeden Fall schon mal ein bisschen Lehm. Ein bisschen Ziegelstein. Ich meine, das muss er natürlich dann noch durch vier teilen. Ich weiß auch nicht, wie sich das hier bei Lehm mit dem Glück verhält, sonst würde ich natürlich die Lehmblöcke wieder zusammenpacken, nochmal mit einer Glücksschaufel abbauen, aber ich glaube kaum, dass da mehr als vier rauskommen, oder? Ich glaube nicht, dass es bei Lehm funktioniert. Weil er wirklich immer konstant vier rauskommt, nicht mehr oder mal weniger, sondern immer konstant. Die gleiche Anzahl. Das habe ich mir halt nicht so vorstellen können, dass das. Gib mir das her. Ach, komm schon. Kann doch nicht dein Ernst sein. Gib mir das. Was hat der denn wieder mal für Probleme? Hier, guck mal. Schön. Ich mache alles weg. Ich bin im Kreativmodus. Es ploppt nichts auf. Geht doch so. Jetzt gib mir erstmal. Okay, den habe ich schon. Ja, habe ich. Gut. Dann ist ja alles in Ordnung. So. Alles meins hier. Das meins. Das meins. 24 durch 4 geht. Würde ich mal so jetzt vage behaupten. Aber ja. So. Noch schnell dieses Ding und dann gehe ich gleich mal zum Dörfchen zurück und hole mir mein Fresschen ab. Mein Fresselchen. So. Alles meins. Ach komm schon, das ist doch Bullshit. Schnell was trinken. Jetzt, komm, jetzt geht's. Es hat gerade so dumm geleckt. Ach komm schon. Geht doch. Wo war jetzt das Problem? Aber das ein Problem gibt's allerdings. Ich habe nur 11. Da. Du fieses Stück wolltest dich verstecken und mich um die Vollkommenheit bringen. So, etwas über die Bäume geklettert, über die Baumdächer und runtergefallen. Aber egal. Kommt vor. Das muss natürlich so. Natürlich. So. So. Da will ich nicht lang. Ach, ich will raus aus dem Wald. Ich habe Angst, ganz alleine. Es ist zum Glück noch nicht Nacht, aber Angst. In der Nacht wäre ich auch nicht mehr alleine. Da hätte ich ganz viele Monster-Freunde. Monstermäßig gute Freunde, ganz genau das. Und nichts anderes. Krass, ich habe auch schon wieder knapp eine Stunde auf. Es ist wie die Zeit immer vergeht, ne? So. Der erste Rucksack ist sogar bald voll. Natürlich nicht nur komplett mit Lehm, sondern auch mit anderem Scheiß, aber ja, ist bald voll, ne? Sagt sogar der Dorfbewohner da. Er versteht mich natürlich voll und ganz.
So, Schubidi-Du, dass das nicht fertig ist, dachte ich mir irgendwie. Erstmal 39, passt. So. Mal sehen, wann es wieder Nacht wird. Die Sonne sinkt schon langsam wieder, versinkt langsam wieder am Horizont. Wie viele Kühe sind, ey, voll krass, ne? Voll super crazy. Und ich fürchte jetzt, so viel Leben, wie ich gesammelt habe, so viel Lava-Eimer habe ich gar nicht mehr im Dingsens, im Ofenhäuschen. Da muss ich mal wieder in den Nether laufen und mir Lava besorgen. Ja, Lava. Eine Lava. Nee, ich hätte... Nein, vor allem Lava an sich. Nein, und aus dem Nether ist natürlich ein heißer Lava dann bestimmt, aber nein, danke. Ich verzichte doch lieber, ne? Ist jetzt nicht so mein Metier. Außerdem, was soll denn meine Freundin dann von mir denken? So. Ach, hier war ich schon. Da ist noch was. Da ist was. Dann gehen wir mal auf Tauchstation. Es wird langsam düster. Das ist gar nicht so schlecht. Dann kann ich gleich noch mehr Schleimse töten. Alles meins, passt. 4 passt. 4 ist durch 4 teilbar. Gerade so, ne? War schon eine knappe Sache, aber schuh. Es hat noch geklappt. Aber vor allem, was das jetzt immer so rumleckt, ne? Das kotzt mich schon so ein bisschen an. Ich meine, so voll ist meine C-Festplatte eigentlich gar nicht. Also meine Festplatte mit dem Betriebssystem. Da gibt es eigentlich keine Probleme, dachte ich deshalb, aber naja. Ab und zu lasse ich immer nochmal so ein Cleaning-Programm über meinen PC laufen, über meinen Computer. Damit ich auch ja keinen überflüssigen Scheiß hab. Den ich sowieso immer hab, aber. Ne? Ich denke mal, in dieser Nacht können die sogar Level 30 erreichen. So. Oh, ich wollte gerade sagen, bloß keine fiesen Monster erwischen, aber da haben wir schon einen. Super fiese Spinne gehabt. Also super fies jetzt übertrieben, aber gar nicht so nette Spinne. Das brauche ich nicht, das brauche ich nicht, das brauche ich nicht, das brauche ich nicht. So, jetzt gucken wir auf der Karte rum, ob wir irgendwo ein paar Viechers entdecken, ne? Kurz ordnen, so. Ein paar Viechers. Also Viecher entdecke ich sowieso, aber ein paar Schleimsies wäre nicht schlecht. Ein paar Schleimsies. Also muss ich jetzt auch nach grün oder rosa Ausschau halten, meine Güte. Meine Güte. Und fressen muss ich auch schon wieder. Hey, 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 kommt alle zusammen. Alles auf einmal. Dann trinke ich auch noch was, dann kommt noch mehr dazu. So. Gib mir Schleimse. Gebannt starrt er auf die Karte, aber leider konnte er nichts entdecken. Traurig aber wahr. Nur ganz, ganz viele Kühe noch. Falls ich noch mehr Rucksäcke brauchen würde. Nur für den Fall, ne? Ja, meine Hose macht es wirklich nicht mehr lange. Ach, Mann. Ich meine, damit ist zu rechnen, wenn Dornen drauf sind, aber... Mann, oh. Muss ich mir mit den 30 Leveln dann erstmal eine Hose verzaubern. Obwohl ich lieber mal wieder eine Spitzhacke hätte, weil ich mal gerne eine mit Behutsamkeit bräuchte. Ich bräuchte gerne eine, genau das. Wächtchendreich. Ach, noch ein Mini-Zombie, ja. Was soll's denn sonst noch sein, mein Freund? Jetzt kommen natürlich die ganzen Zombie-Schwärme an, war ja zu erwarten. Ja, wenn ich die Kinder von denen töte, dann werden die schon sauer anscheinend. Ja, kann ich ja verstehen. Ich meine, wenn man meine Kinder töten würde, wenn ich dann irgendwann mal welche habe, dann bin ich, glaube ich, auch nicht so froh drüber. Und so nett und so noch, aber... Kommt schon. Könnt ihr nicht einfach... Kann das nicht auch bei Schleim gehen, dass die irgendwie so ein Rudeldenken haben? Das wäre geil. Oder dass die Spawnrate an sich höher wäre oder sonst sowas. Ich will Schleimse. Wahrscheinlich werde ich erst wieder zum Ende der Nacht hin welche finden. Das wäre so typisch. Aber Level 30 haben wir bald voll, ne? Spätestens wenn ich mir mein Fraß aus dem Ofen hole, habe ich es voll. Oh, guck mal. Ich
glaube, die Endermänner nehmen.